Trocken, halbtrocken, lieblich? Was bedeutet das eigentlich alles? Und wie kann ein Wein eigentlich trocken sein, wenn er doch flüssig ist? Diese Geschmacksgrade beschreiben den Restzucker im Wein. Kurz gesagt, es beschreibt, wie süß ein Wein ist. Der Restzuckergehalt wird in Gramm pro Liter gemessen. Bei trocken sind es bis zu 4 Gramm pro Liter. Bei halbtrocken sind es bis zu 12 Gramm pro Liter. Und bei lieblich sind es bis zu 45 Gramm pro Liter. Und dann gibt es auch noch süß, ab 45 Gramm pro Liter. Da gibt es noch eine kleine Ausnahme. Und bei Schaumwein gelten übrigens andere Definitionen. Aber das erkläre ich nochmal wann anders. Folgt mir für mehr Tipps. Voller Körpereinsatz hier von der Kamerafrau.